Ich bin einfach hier, damit ich Faxen machen kann. Sache hier, ständig mit quietschenden Reifen die Kurven zu fahren. Mal gucken, ob wir irgendwann rausgeschmissen werden, ich höre. So, wir sind gerade hier bei Adelaide. Soll ich dich erschrecken? Paula, freust dich noch mal kurz. Paula, komm mal kurz zur Anmeldung. Du musst deinen Zettel noch unterschreiben. Ja. Paula hat nicht unterschrieben. Alle anderen haben unterschrieben. Das ist so richtig, also Außenkippig, also über keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind hier gerade bei ADAC. Was ist das? Junge Fahrradtraining. Darauf bin ich aufmerksam geworden, weil Linus hier einmal diesen Training gemacht hat. Und wir waren halt mit seinem C43 hier und hat übertrieben Spaß gemacht. Also wäre ich jetzt alleine oder so mit irgendeinem Fremden, also was heißt Fremden, mit irgendeinem anderen, wäre das nicht so lustig wie mit Linus und mit David dazu. Und ich bin nicht hier, weil ich jetzt irgendwelche Gefahrsituationen irgendwie lernen möchte oder so. Einfach hier, damit ich Faxen machen kann. Und ja, das, was kommen wird, werdet ihr noch sehen. Bis später. Lass es als letztes doch fahren. Pass auf, ich hab so einen schwarzen Einser-Pin. Der schwarze Einser? Mit der Aufschrift Continental. Ja. Und ADAC. Ja, okay, danke. Wir machen es jetzt ganz einfach. Ihr fahrt jetzt alle an das hintere Ende des Parkplatzes. Also, es beginnt schon langsam. Und das Ding ist, wo ich letztens mit Linus war, der Typ hat die ganze Zeit geredet. Und wir haben komplett leise gemacht und wir haben einfach gedacht, so, um zu unterhalten. Also da ist dieser ADAC-Mann drin, den fahren wir hinterher. Er erklärt uns, wo wir, was wir machen. Und, er meinte... Hörst du mich? Jetzt? Okay. Mach ich mal die Schranke auf. Dann fahrt mal alle an mir vorbei. Da kommt in den Talflagge. Da bleibst du mal stehen. Bis hier? Ja, du sollst den Burner machen. Ich glaube, wir machen den ein bisschen langsam in der Mitte. Hier geht's dann wieder hinter der Kreis. Juckt ihn gar nicht. Nee, nee, das kann man doch letztens so, ne? Ich hab einen Faxen gemacht, er so, ja. Aber danach, wo er irgendwo gedriftet hat, und danach er sagt so, ja, den ganzen Kurs musst du selber bezahlen. Ach, ganz er hat auch keinen Bock, wenn die alle sich langweilen. Ja, ganz gemütlich. Strecke kennenlernen. Noch ein zweites Mal oder was? Naja, dann mach ich mal mit dem Gelände vertraut, ne? Ja? Steht da noch? Fall mal rein! Fall mal einfach rein! Fall mal einfach rein! Ich will wissen, was er dann sagt! Ja! Fahr mal so! Hiermit müssen wir abbrechen, bis ich ein neues Auto. Guck mal, er guckt in den Spiegel. Was machen die Hände? Ja, dann werden wir jetzt mal unsere Autos parken. Okay, bleib hier so stehen, ich fahr mein Auto ein bisschen nach vorne. Ich wollte parken, dass da nur so ein Abschnitt. Dann zeig mal, was du kannst. Auf geht's. Mal gucken, ob irgendein Spaß hier das besser macht. Leider 10 Sekunden. Da hast du einen Kegel.
Wo? Wir hören ganz am Anfang. Bist du bei 109? Hier? 109? Dort hinten bei Slalom so den Zeit. 63. Na, ich stell dich. Nimm am besten hier auf, weil da wird ein bisschen verkacken, der Idiot. Oder die sind alle langsam, ja? Überlangweilig, Digga. Ich wette mit dir, jeder wartet, bis ich wieder dran bin, ne? Ich höre. Weil letztens, wo ich mit Linus hier war, war genau das gleiche, jeder hat auf ihn geguckt, so. Wo die meinten, okay, irgendwas mit Zeit, haben alle direkt auf Linus geguckt, weil er war so das schnellste Auto hier. Ich glaube, mich auch. Okay, cool. Wir reden hier zu viel. Man will einfach irgendwie Faxen machen hier. Auch zu quatschen, wenn wir fahren. Auf jeden Fall ist der Sitz jetzt perfekt eingestellt. Wie fühlst du dich? Wie ein Hund, Digga. Was ist das? Wie in der Fahrschule. So, jetzt schön mit zwei Händen lenken, meinte der Herr vorne. Umgreifen, ne? Alles mit zwei Händen lenken. Ja. Versuche dahin. Du fährst mal schön hinter mir her, ja, mit meinem Tempo, und ich will nicht, dass hier ständig quietschende Reifen sind. Es ist nichts in der Sache, hier ständig mit quietschenden Reifen die Kurven zu fahren. Das sind doch meine Reifen, du Esel. Ich hoffe, Dicker, wenn wir den zweiten Kurs gemacht haben, Dicker, wir können machen, was wir wollen, Digga. Ey, bei mir hat er gar nichts gesagt, ne? Ich bin jede Kurve so gefahren. Ich schwöre. Bist du nicht YouTuber? Oh. Nicht Facebook. Wie viel ist dein Outfit wert? Zeig mal deine Schuhe, Bruder. Oh, Maschallah. Hose? Hose Adidas. 200 Hose. Warte, Alter. Wenn jemand zum Reden braucht, dann kommt er dir erzählen. So Leute, wie ihr gesehen habt, wir haben Sachen gemacht, aber mehr gequatscht, das regt mich, das fuckt mich richtig ab, wo ich letztens mit Linus hier war, haben wir mehr gemacht als gequatscht, also er hat durch dieses Funkkick mehr gequatscht und ja, jetzt Mittagspause ist genau 12 Uhr. Und ja, eine Stunde haben wir Mittagspause und danach geht's weiter. So Leute, jetzt Pause vorbei, jetzt geht's weiter. Alle fahren schon los, aber diesmal ich fahre hinten. Davor, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin hinter diesem Mann gefahren und ich habe ja ganz erwachsen gemacht, quietschende Reifen, dies, das, hin und her. Und er hat mich schon ein paar Mal ermahnt so, ja, mach das nicht und so, dies, das, deswegen. Ich fahre hinten und mache diese Faxen hinten weiter. Mal gucken, ob wir irgendwann rausgeschmissen werden. Ich höre, irgendwie, ich habe so ein Gefühl, wir werden rausgeschmissen. Euch wieder bitte rechts von mir ein. Hier vor der Kurve. Oder da, wo dieser Raucherkasten ist. Wie ihr gesehen habt, sind meine Bremsen sicher, meine Reifen auch prima. Ich glaube, nächstes Mal, also werden wir jetzt 3 Geschwindigkeit fertig haben, 30, 50, 60, dann werden wir geschleudert. Dann wird es noch mehr geiler. Ich bin komplett durch.
bist du dran? Ja, nee, startfrei. Ja, Digga, ich bin Drifter am Mann, oder? Jimmy, kann starten. Klar, starte ich. Ich bin immer startklar. Ah, sieht gut aus. Jawohl. Wo ist es? So Leute, das war's mit dem Training. Es hat irgendwie nicht so Spaß gemacht, wie ich damals erwartet habe, so mit Linus. Also wo er diesen Training gemacht hat, haben die mehr Sachen gemacht, hatte ich so in Erinnerung. So, war nicht schlecht, würde ich auch jedem weiterempfehlen. Aber selber, ich würde nicht denselben Training nochmal machen, also jetzt so. Weil bei alles ist eigentlich perfekt so. Ich wäre der perfekte Fahrer, der beste Fahrer, den es gibt hier. Wir überlegen gerade, ob wir uns für nächsten Training anmelden sollen oder nicht. Ich würde sagen, wenn wir mal Heck kaufen, dann lass uns bei so einem Drift-Dings anmelden, ja. Aber falls ich mal sowas nochmal machen sollte, ähnliches, ich werde auf jeden Fall nochmal dazu ein Video machen. Und like das Video, falls euch das Video gefallen hat. Und kommentiert, oder? Zeig mal. Okay, ja, kommentieren, liken. Ciao.